Warum strugglen die meisten, konstant am Sport dran zu bleiben? Weil sie keinen Spaß dran haben und das Gefühl haben, es ist Pflicht, ich muss es tun. Oder sie haben Angst, Fehler zu machen oder dumm auszusehen. Natürlich ist aller Anfang schwer und du kannst nicht von Anfang an alles perfekt machen. Jeder hat irgendwann mal angefangen. Jetzt hier beim Boxen mache ich vermutlich alles falsch, was man falsch machen kann. Den Kickbox, den habe ich auch richtig gut drauf. Doch was bringt uns der Sport, außer straffer sein und vielleicht abnehmen? Es gibt eine Metapher von Ärzten, die sagen, wenn du alle neurobiologischen Effekte von Sport in eine Pille tun würdest, hättest du das beste Antidepressiva der Welt. Warum? Weil während und auch nach dem Sport Serotonin, Noradrenalin und Dopamin ausgeschüttet werden. Das sind Glücksbotenstoffe in unserem Gehirn, die hochkonzentriert ausgeschüttet werden. Die Aufmerksamkeit wird besser, man kann sich im Alltag besser fokussieren und konzentrieren und man ist einfach glücklicher und zufriedener ohne Grund. Naja, der Grund sind die Glücksbotenstoffe. Das Gehirn wird besser durchblutet und das wirkt sich natürlich auch positiv auf unsere Gedächtnisleistung aus. Das heißt, der Sport kann Stress reduzieren, unsere Stimmung steigt und das alles zusätzlich zu einem attraktiveren Körper. Einen Sport zu finden, der einen Spaß macht, das ist das Geheimnis, um dran zu bleiben, weil du dich jedes Mal darauf freust. Wenn ich jetzt zum Sport gehe zum Beispiel, freue ich mich auf den Weg dahin. Ich fahre mit dem Fahrrad jedes Mal dahin durch eine wunderschöne Allee und freue mich da einen ab. Wenn ich im Fitness bin, freue ich mich jedes Mal schon auf das Ende, wenn ich aufs Laufband gehe zum Schluss. Und da gibt es einen Bildschirm und dann habe ich immer wunderschöne Landschaften, die ich mir anschauen kann, während ich renne. Ich freue mich auf die Musik, die ich hören werde da im Sport. Ich freue mich zu sehen, wie ich mich steigere mit den Gewichten, wenn ich da gewisse Übungen mache. Das heißt, ich habe das damit gekoppelt an verschiedenen Stationen, dass ich da jedes Mal Freude dran habe. Wenn ich jetzt dahin gehen würde, weil ich abnehmen will oder weil ich es machen muss, weil mein Rücken wehtut und ich meinen Rücken stärken muss, würde ich vermutlich null Motivation haben. Also wenn du wirklich was für deinen Körper tun willst, überlege, welche Kategorie von Sport dir Spaß machen würde. Sei es Yoga, sei es Bauchbeine-Po-Kurse, Leichtathletik, es gibt Turnvereine, es gibt Schwimmkurse. Wichtig ist, einen festen Plan zu haben. Also wann kann ich Sport machen? Wie viel Zeit habe ich? Ist das realistisch? Kann ich das in meinen Zeitplan mit reinbringen oder nicht? Wenn ich mich jetzt irgendwo anmelde, obwohl ich gar keine Zeit habe, werde ich nicht hingehen. Wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, ist auch das wieder verschwendete Energie. Bei mir zum Beispiel jetzt aktuell im Fitnessstudio habe ich einen Trainingsplan bekommen, den ich einfach stur und blind nachverfolge. Das heißt, ich denke nicht nach, was ich mache, sondern ich habe einen Plan und mache einfach die Übungen, die arbeite ich jedes Mal ab, damit ich keine Energie verschwende, keine Zeit verschwende, zu überlegen, was ich mache. Wenn ich anfange, zu viel zu überlegen, dann höre ich meistens komplett auf und habe gar keinen Bock mehr drauf. Natürlich gibt es Tage, an denen ich nicht motiviert bin, wie jeder andere auch. Was ich an diesen Tagen mache, ich checke erstmal meinen Körper. Wenn er wirklich übertrainiert ist und total erschöpft ist und ich gar nicht mehr kann, bleibe ich natürlich zu Hause. Wenn ich merke, ich bin nicht motiviert, aber mein Körper könnte trainieren, fahre ich trotzdem ins Training und mache dann nur meine Lieblingsübungen. Da gibt es halt immer Übungen, die sind einfach schweineanstrengend, auf die ich echt keinen Bock habe, die lasse ich raus. Und mach die Übungen, die mir gerade leicht fallen. Auch das kommt selten vor, weil sobald ich ins Fitnessstudio gefahren bin, mache ich eigentlich immer alle Übungen, die da sind. Es kam bis jetzt, passend zu meinem Zyklus ein paar wenige Male vor, dass es für mich so anstrengend war, zum Beispiel die Beine zu trainieren, dass ich das rausgelassen habe. Wir Frauen sind da sowieso ein bisschen anders gestrickt als Männer. Das heißt, wir können auf unseren Zyklus schauen. Es gibt einfach Tage, wo wir langsamer machen dürfen und nicht so viel Gas geben und das können wir uns auch gönnen. Wenn ich wirklich mir diese Pausen gönne und gewisse Dinge auslasse und das mache, was mir Spaß macht, habe ich Lust beim nächsten Mal wieder ins Training zu gehen, weil ich mir erlaube, bei Erschöpfung und Müdigkeit Pausen zu machen. Es geht darum, die Mitte zu finden, Spaß zu haben. Auch was die Ernährung betrifft, bin ich nicht mehr so streng wie vorher mit mir. Es soll zu 80% gesund sein und ich erlaube mir auch die anderen Dinge, ohne irgendwie in Schuldgefühle zu verfallen.
Zu einer gesunden Ernährung gehört für mich Nahrungsergänzungsmittel dazu und ich zeige euch, was ich nehme. Ich nehme von Body IP, das ist unbezahlte Werbung, selbst gekauft, Omega-3. Dann nehme ich noch eine, ja, ich sag mal Vitaminmischung, da ist Vitamin D3, K2, C, Vitamin B12, B6, Q10, also ganz viel ist da drin. Ich finde es vom Preis-Leistungs-Verhältnis beim Body IP richtig gut, deswegen bestelle ich immer da. Und hat mir auch geholfen, aus meinem Vitamin D3-Mangel rauszukommen. Dann nehme ich liposomales Eisen, also für alle Frauen da draußen. Meistens haben ja Frauen Eisenmangel. Mir hat das geholfen. Ich wiederhole mich, es ist unbezahlte Werbung. Ich kaufe das immer alles selber. Dieses liposomale Eisen hat mir geholfen, aus meinem Eisenmangel rauszukommen. Meine Blutplättchen haben sich sogar vergrößert. Ich war beim Arzt jetzt mehrere Male, habe das ein paar Monate genommen, habe vorher und nachher meinen Eisenwert gemessen oder messen lassen durch eine Blutuntersuchung. Und es ist tatsächlich gestiegen. Was ich noch nehme, ist dann hier von Ferment ein Premium-Biotika. Das ist nochmal für meinen Darm. Also diese Mischung an ja, Vitaminen, Nahrungsergänzungsmittel nehme ich zusätzlich zum Sport und zu meiner gesunden Ernährung dazu. Finde ich absolut wichtig, gerade wenn wir Sport machen, wir schwitzen. Ah ja, genau, ich nehme noch Magnesium. Das sprühe ich mir auf die Füße bzw. auf meinen Körper und massiere das ein, dass mein Körper immer genug mit Magnesium versorgt ist. Und gerade wenn man Sport macht, auch wenn man keinen Sport macht, ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass wir uns mit ausreichenden Vitaminen, Mineralien versorgen, dass der Körper immer gut versorgt ist. Ich bin jetzt in einem Alter angelangt, wo es ja, wichtiger ist, eine gewisse Lebensqualität zu haben, das Leben genießen zu können und nicht so streng mit mir zu sein, wie es früher war. Gibt es eine Sportart, die du gerne machst? Oder könntest du dir vorstellen, dass es irgendeine Sportart gibt, die dir Spaß machen würde?